Ja, herzlich willkommen, meine lieben Roller, Tuning, Simson, Zweitakt. Ja, wieder Tuning-Freunde beim Schrauberkönig in seiner Werkstatt am Rednerpult. So, Freunde, der Kolben ist fertig. Ja, von der Piaggio Hexagon 125. Ihr wisst ja, Tuning hat eigentlich nichts mit Haltbarkeit zu tun. Ja, wenn man richtig tunt, schöpft man alles aus, was geht. Und wenn man alles ausschöpft, leidet die Haltbarkeit darunter. Das muss euch im Klaren sein. So, das ist Teil 2. Ja, dann kommt ihr mal wieder auf Stativ, Leute. Und dann geht's direkt ab. So. Und ab geht's. Ab, 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 ab geht's. Ich bin kein guter Sänger. So, Freunde. Ich habe euch ja im ersten Teil gesagt, ne? Schaut erstmal die Unterschiede. So, der linke Kolben, dieser hier, den habe ich gerade auf meiner Drei-Achsen-Fräsmaschine bearbeitet. Ja, hehehe. Drei Achsen, klar. Zwei Hände und Fräser. Ja, so, die Ausschnitte größer gemacht. Wenn ihr den rechten seht, das ist ein absoluter Serienkolben, auch von einer 125er, allerdings von einem TPH oder SKR. Ja, aber wie ihr seht, die Kolben sind gleich. So, dann habe ich dem Kolben hinten noch ein Fenster gegeben. Ja, viele sagen ja, das würde nichts bringen, das wäre Blödsinn. Ich bin anderer Meinung, weil ich es schon ausprobiert habe. Natürlich sind die Kanten jetzt extrem dünn. Es könnte passieren, dass hier irgendwo was abbricht. Ja, durch Vibrationen, Vibrationsbrüche, kennt ja jeder. Ja, aber ich habe dafür gesorgt, dass ich im dicken Bereich bleibe. Ich habe nur das dünne Material hier rausgenommen. Ich wollte erst komplett einmal hier einschneiden, aber dann hätte nicht genug gestanden. Der Kolben muss ich ja noch führen, aber ihr seht ja, zwei Drittel bis zum Ausbruch und ein Drittel bis zum Ende. Also das wird schon funktionieren. So, jetzt werde ich mal den Kolben einbauen. Ich werde euch das mal eben zeigen. Mal gucken, ob ich das so schnell hinkriege. Ich habe ja schon Übung. Jungs, perfekt, wa? So, Freunde. Und jetzt stelle ich den Kolben wieder auf meinen Hub von 52 mm. Ich habe sehr gut gearbeitet, Freunde. So. Ja. Ich messe das eben noch nach. Wenn ich meinen Messschieber finden würde. Ah, hier ist er, unten drunter. Ach ja, 52 minus meine 2 mm sind also wieder die 50 mm. Bis auf den Kolben. Das haben wir fast ungefähr erreicht. Ja, so. Da wären wir. So, der Kolben steht zurück. Den kann man nicht sehen im Auslass, die Kante. Ja, so, und wenn ihr jetzt mal hier schaut, ich kann die Kante jetzt hier auch noch ein bisschen kürzen, das mache ich auch noch. Und hier muss ich noch einen Ausbruch reinmachen, weil hier oben drüber sitzt unser Membranblock. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen, wenn der jetzt strömt. Prallt der voll hier gegen. Das würde heißen. Deswegen ist der Ausschnitt ja auch in dem Kolben drin. Schneide ich hier nachher noch was raus. Ja, hier irgendwo, hier sitzt die Kante vom Gehäuse. Vielleicht nicht ganz so viel. So. Und das Schraffierte kommt komplett weg. Das schneide ich mit dem Einhandwinkelschleifer raus, Trennscheibe drauf, Feierabend. Ja, habt ihr das Prinzip jetzt verstanden? Natürlich ist das schon extrem, was ich am Kolben gemacht habe.
Aber Freunde, ihr könnt euch darauf verlassen, ich fahre den in dem anderen Bereich, in dem 70-Kubik-Bereich und der hält. Der hält, der Motor. Ja? Natürlich, ich kann nicht ins Material gucken. Ich hätte die auch gar nicht so weit aufmachen müssen. Ja, vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich wollte halt, ja, ich werde ja auch am Zylinder noch ein bisschen bearbeiten, dass das wirklich sauber das Gas vorbeikommt. Deswegen habe ich das ganze Spiel ja auch so getrieben. Ja, so. Und ich denke mal, wir werden keine Probleme kriegen. Das einzige Problem, was ich vielleicht sehe, wie ich euch gesagt habe, dass der kleine Ausbruch, der kleine Schnarz hier irgendwo abbrechen kann. Normalerweise macht man sie nicht scharfkantig, man macht einen Radius. Das heißt, einen Radius hier, wenn ich das jetzt hier aufsetze, habt ihr einen Radius, ja, um die Ausbruch- oder Bruchgefahr zu minimieren. Aber mir ist das eh egal, das ist zum Testen. Ja, der Motor, wo ich das drauf baue, der hat 30.000 Kilometer runter. Freunde, da ist eh bald die Kurbelwelle fällig. Die Wasserpumpe ist eh schon kaputt. Die habe ich schon repariert über eine elektrische Wasserpumpe. Ja, dann werden wir das sehen. So, und guckt mal hier. Der Ausbruch, dieser Ausbruch, zu dick, gerade festgestellt. Dieser Ausbruch würde zu diesem Ausbruch hier passen. Ja, wenn ihr da drüber guckt, das ist also affenstark, ja, was ich da gemacht habe. Viele werden mich vielleicht für bekloppt halten, das ist mir aber egal. Ja, ich gehe hier nicht auf Haltbarkeit, Haltbarkeit schon ein bisschen, aber nicht auf Haltbarkeit 50.000, 60.000 Kilometer, das könnt ihr vergessen. Tuning heißt immer modifizieren und modifizieren ist nicht gut für Haltbarkeit. Ja, bevor jetzt einer sagt, ihr wisst ja, die Menschen, wie die sind. Ne? So, Freunde, ja, das war's von hier. Liken, abonnieren, kommentieren. Das ist Teil 2. Die Glocke nicht vergessen. Ja, ganz wichtig. Freunde, es geht hier wirklich immer weiter, Schlag auf Schlag. Zylinder-Tuning oder Tuning generell von Zweitaktern, das macht mir so einen Riesenspaß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, natürlich ist im Moment noch ein bisschen schlechtes Wetter, heute geht's. Aber wie gesagt, dann verbaue ich das mal und dann werde ich mal, hier kommt ja jetzt noch ein Spacer drunter von 2 mm. Und dann werde ich das mal auf der Straße mal fahren. Ja, ich glaube, das wird affenstark. Gucken. Festgehen würde er nicht, es ist nur die Gefahr, dass halt hier was irgendwo abbricht. Ja, aber da ich ja aus dem Bereich aus dem kleinen Hubraum gelernt habe, müsste es normalerweise funktionieren. Ja, also, ne, versteht ihr, was ich meine? So, und damit wünsche ich euch noch einen schönen Restsamstag. Bitte liken, abonnieren, kommentieren. Ich sehe ja, wie viel geguckt wird und ja, manchen Leuten, denen gefällt das wohl nicht, keine Ahnung. Wenn mir was gefällt, dann like ich das, kommentiere und abonniere ich das. Also selbst, ich gucke ja auch bei YouTube, ja, so. Und man kann immer nur dazu lernen, Freunde, das ist wirklich so. Gut, ich wünsche euch Spaß, wie gesagt, Teil 2, ich mache hier den Ausbruch noch rein, dann werden wir vielleicht noch einen Teil 3 dazu machen, ja. Danke, ciao.